und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Monatsupdate für den Oktober 2018. Und ja, im Oktober bin ich leider nicht so dazu gekommen, viele Videos zu machen, was unheimlich schade ist. Aber in letzter Zeit ist einfach so viel los, dass ich es einfach wirklich gar nicht schaffe. Ich bemühe mich, dass wenigstens wieder einmal pro Woche eins kommt, aber ihr merkt es ja schon, es kommt ein bisschen durcheinander raus. Ich hoffe, ihr vergebt mir das und ich bemühe mich auf jeden Fall, dass das besser wird. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und zwar mit dem Verlag, wo ich diesen Monat nur ein Manga gekauft habe. Und das ist Kase mit Küss ihn nicht mich, Band Nummer 13. Und ja, ich mag die Story so unheimlich gerne. Sie ist so süß und lustig gemacht. Und ich finde gerade so die Beziehungsprobleme mit dem neu gebildeten Pärchen, was jetzt nur mal vorhanden ist, sehr interessant und irgendwie ulkig. Und ja, der nächste Band ist schon der Abschlussband und echt mega schade, aber eine super, super lustige Serie. Kann ich nur empfehlen. Weiter geht es mit Egmont und mit Tell Me Your Secrets, Band Nummer 1. Und ich muss sagen, mir hat der erste Band ausgesprochen gut gefallen, weil ich fand ja Love Hotel Princess ganz interessant. Das war ja mein erster Manga, also meine erste Reihe von Emma Toyama. Und ja, ich finde ihr Humor sehr gut. Und hier ist es halt echt süß gemacht. Vor allen Dingen, da geht es halt mehr ums Zuhören und sich die Probleme von anderen Leuten anzuhören. Auf jeden Fall wird es hierzu mehr in meinem Ersteindrucksvideo geben, was jetzt, glaube ich, nach dem Update hier online kommt. Weiter geht es mit noch einer neuen Reihe, die ich angefangen habe, und zwar Color of Happiness, Band Nummer 1. Und oh mein Gott, der erste Band hat mir so ausgesprochen gut gefallen. Ich finde diese Thematik so interessant und also dieser Manga vermittelt einen irgendwie die ganze Zeit so ein bedrückendes Gefühl, weil man irgendwie ja weiß, dass es moralisch alles falsch ist, aber irgendwie wünscht man sich auch, dass die beiden glücklich werden. Ich kann das noch nicht so gut in Worte fassen, weil es eben nur der erste Band war, aber ich fand den ersten Band schon wirklich sehr gut. Ich habe mich auch auf die Reihe gefreut und freue mich echt auf die nächsten Bände. Weiter geht es mit Rainbow Days, Band Nummer 14. Und ja, der nächste Band ist schon der Abschlussband und ich bin so traurig, weil ich diese Reihe echt super, super toll finde. Ja, ich bin gespannt, wie sie enden wird und bin echt mega traurig. Kann sie immer noch jedem empfehlen. Jetzt kommen wir noch zu einer Reihe, die mir momentan sehr gut gefällt. Und zwar Bad Boy Yagami Band Nummer 3. Ich finde es einfach so witzig und interessant gemacht. Vor allen Dingen, da mag ich dieses Dreieck-Spektakel sehr gerne. Und ich mag die Protagonistin und ich freue mich einfach echt auf die nächsten Bände. Ich finde die Story echt toll. Mensch, wir haben diesen Monat nur gute Reihen, die ich weitergekauft habe. Und zwar To Your Eternity Band Nummer 3. Und ja, diese Reihe ist einfach so was Spezielles, anderes, aber so gut gemacht. Ich finde sie erstmal immer richtig toll, das zu lesen und bin auch immer richtig geflasht, weil du rechnest mit so vielen Sachen nicht. Du versuchst noch irgendwie zu ergründen, was jetzt eigentlich so, ja, was der Weg von der Story eigentlich sein soll. Ich finde die Reihe wirklich, wirklich toll. Jetzt kommen wir zu Tokyopop, was diesen Monat also sehr ungewöhnlich ist, weil das ist der Verlag, wo ich am zweitmeisten gekauft habe. Sonst ist es immer der Verlag, wo ich am meisten gekauft habe. Und zwar fangen wir da an mit Kimi ni Todoke Band Nummer 29. Und ja, der nächste Band ist auch schon der Abschluss, was mich auch unheimlich traurig macht. Ich fand den Band auch wieder sehr, sehr schön. Und ja, eine Sache hat mich darin sehr traurig gemacht, aber es ist immer sehr realistisch gehalten. Und ja, es kann halt immer nicht alles so laufen, wie man es sich wünscht. Ich finde die Reihe großartig und ja, ich bin gespannt, wie es endet und bin auch dann wirklich sehr, sehr traurig. Dann kommen wir zu Main Spirit Sakura Band Nummer 5. Ja, ich finde die Reihe großartig. Ich finde es schade, dass bald eine längere Pause kommt, weil die Mangaka, glaube ich, das Magazin gewechselt hat. Und ja, ich wünschte, es würden irgendwie mehr lesen. Ich sehe das gar nicht so oft bei den Leuten, aber ich finde die Story wirklich, wirklich toll. Sonst guckt euch den Anime erstmal an, der ist auch so toll. Ich finde es einfach sehr interessant und ja, bin traurig, dass ich bald noch länger warten muss. Dann kommen wir zu Deine wundersame Welt, Band Nummer 2. Und ja, ich finde die Story richtig witzig und toll. Ich freue mich da auch immer, wenn ein neuer Band kommt. Ich glaube, die Mangaka ist echt was für mich. Jetzt ist das schon die zweite Reihe, die ich von ihr lese und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Dann kommen wir zu Kaffeeliebe Band Nummer 1. Das ist der Shukukai-Titel diesen Monat und ich fand den wirklich, wirklich, wirklich süß. Also ich freue mich, dass so viel Girls Love rauskommt, weil es ja mit einer meiner liebsten Genres ist und einfach super süß gemacht. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und hierzu dann auch wieder mehr bei meinen Ersteindrücken. Dann habe ich eine Reihe weitergekauft und zwar Chocolate Vampire Band Nummer 2. Und ja, ich finde die Story gar nicht so schlecht an sich, aber irgendwas ist da dran, was mich irgendwie nicht so fesselt oder mich halt so toucht, weil ich jetzt auch nicht das
Gefühl habe, mir jetzt unbedingt die nächsten Bände kaufen zu wollen. Einer ist ja noch draußen und ich glaube, es kommt auch bald ein neuer. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, also ich finde, man kann es lesen, aber es ist noch lange, lange nicht so gut wie Miyako. Dann kommen wir zu Yona Band Nummer 14 und ja, die Reihe ist immer wieder großartig, wenn man sie liest. Ich frage mich echt, wie viele Bände diese Reihe noch haben wird, aber von mir aus kann sie ruhig lange laufen, weil ich finde es sehr interessant und es ist mal wieder so eine richtig schöne Fantasy-Welt, wo man sich so reinfinden kann und die Protagonistin ist stark und ja, ich finde die Reihe sehr, sehr toll. Dann kommen wir zu noch einer neuen Reihe, die ich neu angefangen habe und zwar Grimoire, Heilkunde magischer Wesen. Und ja, ich muss sagen, ich weiß noch gar nicht, was ich von der Reihe halten soll. Also ich finde die Thematik sehr interessant, aber ich fand den ersten Band jetzt noch nicht sonderlich interessant gestaltet. Also ich habe dann eher so zwischendurch, ja, okay, viel Theorie, okay. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterkaufen, weil ich mag diese Reihen, wo es halt um Magie geht und jetzt mal um Heilkunde und magische Wesen. Also ich werde es auf jeden Fall weiterkaufen und werde euch berichten, wie sich das denn entwickelt. Dann kommen wir zu einem Abschlussband und zwar Frau Faust Band Nummer 5. Und ja, es war an sich echt eine coole Reihe, aber ich finde es halt noch lange nicht so gut wie Die Braut des Magiers. Also man kann es wirklich sehr gut nebenbei lesen, weil man ja lange auf die Bände von Die Braut des Magiers warten muss. Es war ein ganz schöner Abschluss, wo man sich ein bisschen selber zu Gedanken machen muss, wie jetzt halt das Ende wirklich ist. Und ja, war eine schöne Reihe. Hierzu gab es dann auch wieder dieses Booklet in dieser Special Edition. Also ich kann sagen, dass sich diese Special Edition nicht unbedingt lohnt, weil es ist zwar jetzt geschrieben, also ich lese auch sehr gerne Bücher, allerdings ist es so langweilig geschrieben. Also ich finde es wirklich nicht interessant, was in diesen kleinen Booklets passiert und es hilft mir überhaupt auch nichts, eine Story besser zu verstehen oder sonst irgendwas. Ja, also das Booklet eher ein Minuspunkt und zwar die Reihe wirklich gut. Dann kommen wir zu dem Verlag, wo ich am meisten gekauft habe diesen Monat und das ist Carlsen. Und dort habe ich mir weitergeholt Anonymous Noise Band Nummer 7, wo es ein merkwürdiges Extra dazu gab. Jetzt gibt es anscheinend keine Charakterkarten mehr, weil ja alle Charakter gezeigt wurden, sondern es gibt einen Mundschutz. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall mag ich die Reihe sehr gerne und freue mich auch immer auf den nächsten Band. Aber es ist wie immer noch, wie auch bei den letzten Malen schon gesagt, immer eine Hassliebe, weil ich nicht weiß, ob ich die Protagonistin mag, weil sie sich halt manchmal echt blöd verhält. Und dieses Dreieckspektakel ist halt noch lange nicht so gut wie zum Beispiel bei Bad Boy Yagami. Aber ich lese es ganz gerne, wenn es rauskommt. Und ja, dann kommen wir zu einer Reihe, die ich natürlich weiterkaufen musste, weil ich es denn doch nicht mehr ausgehalten habe. Und zwar The Promised Neverland Band Nummer 2, 3 und 4. Und ja, oh mein Gott, es ist einfach so, so spannend. Mich nervt es so, dass ich jetzt warten muss. So lange, ich weiß gar nicht, wann kommt denn der nächste Band? Kommt der nicht schon nächsten Monat? Aber auf jeden Fall nervt es mich jetzt immer zu warten. Die Reihe ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Sie wird nicht umsonst von jedem so sehr gelobt. Ihr könnt sie ruhig wirklich ohne Bedenken kaufen. Ich glaube, das ist echt für jedermann was. Und ja, ganz große Empfehlung. Und dann habe ich mir eine neue Reihe gekauft und zwar Welcome to the NHK Band Nummer 1 bis 8 ist damit auch abgeschlossen. Ja, da habe ich ein günstiges Angebot bekommen und dachte mir, ach, warum nicht? Ist ja auf jeden Fall schon eine ältere Reihe und ja, ich habe nur Gutes davon gehört. Allerdings, also ich habe die Reihe schon komplett gelesen und ich muss sagen, mir hat sie nicht so gut gefallen. Ich bin ja ein Mensch, der gerne Comedy mag. Ich mag auch ganz gerne schwarzen Humor. Allerdings war es in diesem Manga wirklich, wirklich übertrieben. Es war so überlastet von Comedy-Elementen, dass du eigentlich gar nicht verstanden hast, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn dahinter, warum dieses Mädchen jetzt dem hilft. Okay, am Ende hast du es schon ein bisschen durchblicken lassen, aber es war dann alles wieder so witzig, wo du denn gedacht hast, okay, das ist echt eine geile Thematik, aber man kann es schon in Comedy machen, aber ich fand es irgendwie so schade, weil dadurch so viel verloren gegangen ist, so viel Potenzial von der Story. Ich weiß, viele mögen die Reihe und auch den Anime. Den Anime habe ich nicht gesehen, aber mir hat es leider gar nicht zugesagt. So, weiter geht es mit Fairy Tail Band Nummer 59. Und ja, das nächste Mal kommt schon Band 60 raus und dann sind es nur noch ein paar Bände und dann ist die Reihe vorbei. Und ja, es ist wie schon bei den letzten Malen gesagt, eher so ein, ja, wie soll ich sagen? Es ist für mich eher so ein Lesen für zwischendurch tatsächlich geworden. Ich war früher so ein Fairy Tail Fan und habe es so gerne gelesen, genauso wie Rave. Allerdings finde ich halt die Reihe nicht mehr so toll wie am Anfang.
Ich bin ja, wie schon vorher gesagt, gespannt, wie es endet. Vielleicht kommt da ja noch total viel bei raus. Ich finde es immer noch so schade. Ich weiß nicht. So, die letzte Reihe für diesen Monat ist denn A Million Teardrop Band 1 und 2. Ja, habe ich auch ein günstiges Angebot gefunden und es war ganz nett, aber es ist wirklich kein Muss, weil so viel Potenzial hat diese Story doch nicht und ich habe schon wirklich Two-Shots gelesen, die weitaus besser sind. Also kann man sich irgendwie auch sparen. So, das war's dann auch schon mit meinem Monatsupdate. Ist es nicht so viel wie sonst, aber trotzdem genug fürs Portemonnaie. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!